Hallo ihr Lieben, ich stelle euch wieder eine Yoga-Übung vor. Dieses Mal ist es eine Variante von Uttanasana. Es ist die Vorbeuge bis zum Stuhl. Eine ganz tolle Variante finde ich das, denn gerade wenn man nicht so beweglich ist, wenn man mit dem Yoga-Üben anfängt, wenn man Probleme mit dem Rücken hat, dann eignet sich diese Übung einfach ganz, ganz wunderbar. Ebenso ist es eine gute Übung, die man mal zwischendurch vielleicht sogar im Büro mal üben kann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und sage Namaste. Ausgangsposition ist der Stand, die Beine hüftbreit geöffnet. Ihr stellt einen Stuhl vor euch auf. Mit der Einatmung hebt ihr die Arme an. Ausatmen, beugt euch mit geradem Rücken nach vorne unten. Setzt die Hände ganz locker zum Stuhl auf. Atme dabei ganz aus. Die Schultern locker. Einatmend erst den Kopf anheben, den oberen Rücken, dann die Arme. Und ausatmen. Die Arme gleichmäßig zurückführen. Macht danach einen Atemzug Pause oder zwei Atemzüge. Dann beginnt ihr neu. Mit der Einatmung hebt ihr die Arme an. Ausatmend mit geradem Rücken nach vorne unten beugen. Ruhig die Knie dazu ein bisschen einbeugen. Die Hände setzt ihr zum Stuhl auf. Ganz ausatmen, einatmend erst den Kopf anheben, oberer Rücken, die Arme mit anheben und ausatmen, die Arme zurückführen. Wieder kurze Pause machen und dann beginnt er wieder neu. Einatmen, die Arme anheben, ausatmend, gerade Rücken nach vorne beugen, Hände zum Stuhl, der Nacken locker, die Arme locker, die Ellenbogen sind locker und einatmend wieder aufrichten, ausatmen, die Arme zurückführen. Hände locker. Wiederholt den Ablauf noch einmal. Mit der Einatmung beginnen mit den Armen. Ausatmen, nach vorne beugen. Ganz ausatmen. Einatmen, wieder aufrichten. Ausatmen, die Arme zurück. Viel Spaß beim Üben. Namaste.